So, hallo liebe YouTuber, hallo liebe Fans, hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland und ich bin heute hier oben in Eilstedt und hier mache ich erstmal die kleine, sage ich euch erstmal, ich bin jetzt hier im Urlaub, das ist hier Bad Essener Region, das ist meine alte Heimat. Ich werde euch so ein paar Impressionen zeigen davon und ja, hier in dem Gewässer, wo ich jetzt gerade stehe hier, das ist ein alter Waldsee oben in Eilstedt. Da habe ich mal früher, als ich noch ganz, ganz viel jünger war, da war ich noch unter 14, habe ich hier geangelt, obwohl es hier eigentlich nicht erlaubt ist. Und habe hier Karauschen gefangen. Und ja, es war hier oben immer ganz schön, man hat hier eine Schutzhütte und das war echt herrlich. Also wir sehen uns gleich auf jeden Fall im Video. So, jetzt seht ihr kurz hier, das ist die Schutzhütte. Viel gibt es hier sonst nichts zu sagen, aber ich zeige euch noch ein paar andere schöne Sachen aus Bad Essen. Das sind jetzt noch mal ein paar Aufnahmen vom Waldsee hier. Mehr wollte ich dazu jetzt nicht sagen. So, das hier ist jetzt der Senfdamm an der oberen Hunte. Hier habe ich früher auch viel geangelt, das wollte ich euch mal kurz einblenden. Ist zwar direkt an der Bundesstraße, aber man konnte hier echt gut Fische fangen. Ich habe hier vor allen Dingen Zander gefangen. So, das ist jetzt Mittellandkanal. Hier habe ich früher auch viel geangelt, auch auf Zander hauptsächlich. Ein tolles Gewässer. Ich habe immer sehr viel schöne Zeiten hier verbracht. So, wir kommen jetzt hier zu den Saurierspuren. Wir sehen jetzt hier gerade das Eingangsschild von den Saurierspuren und guckt euch das mal jetzt schön an. Es ging um zwei Dinosaurier. Einmal einen Pflanzenfresser und einmal einen Fleischfresser. Also ihr wundert euch echt, das geht hier echt steil hoch. Ich bin doch schon ganz schön aus der Puste wieder. Ich bin immer noch auf dem Weg zu den Saurierspuren. Und ich werde wohl gleich da sein. Ja. Ihr seht dann gleich mehr. So, das hier sind jetzt die eigentlichen Saurierspuren. Es war, soweit ich weiß, von zwei Sauriern. Oder waren es drei? Ich muss gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall, der eine war ein Raubsaurier. Und der andere war halt ein Sauropode, ein Pflanzenfresser. Und ich habe die beiden, ich blende euch das alles ein. Das sind hier jedenfalls die Saurierspuren. Die Spuren sind in der Wand drin hier. Das war eigentlich mal ein flaches Meer. Beziehungsweise ein Strand wahrscheinlich und da haben sich die abgedrückt und das kann man halt noch sehen heutzutage.
So, das ist die Wassermühle von Bad Essen. Leider nicht in Aktion. Es tut mir leid. Ansonsten wurde hier Korn gemahlen früher. Ich habe irgendwo gleich eingeblendet, wann die erbaut wurde. Ich weiß es jetzt auf dem Kopf gerade nicht. Und ja. Was sagst du? So, hier ist eine der Haupteingangsstraßen nach Bad Essen. Ich habe hier mal einen kurzen Film gemacht, wollte mal kurz was erzählen. Also hier geht es oben in den Berg hinein. Ich habe leider keine Fahrten gemacht mit dem Roller, um euch das zu zeigen, weil ich einfach zu wenig Zeit hatte. In 3 Tagen war das einfach alles nicht zu schaffen. Und es tut mir echt leid, aber dafür habe ich einen ganzen Tag noch gefilmt. Gibt es demnächst auch nochmal ein Video von mir. Also das war noch nicht alles. Das war übrigens gerade ein Flugzeug, was ihr da hört. So, das ist jetzt der Mühlenteich oberhalb. Das Häuschen da ist für die Enten, damit sie brüten können. Aber meist brütet da gar nichts, weil so leer wie im Moment ist es meistens da. Früher war da viel mehr los. So, hier seht ihr jetzt nochmal einen kleinen Blick über Bad Essen. Ansonsten sage ich schon mal Tschüssikowski. Vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu kommentieren. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, drückt die Glocke. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski.